Ein neuer Part, 4/5, schon mit 4 Flats, in dem Cursor-Level, der Takeru, der Mordi, der Zwerg. So viel dazu. Seid gegrüßt. Los geht's. Ah. Modi, wie viel? Lass den Bass los. Nein, meiner. So, und? Und Takeru kennt die Steuerung, oder? In etwa. Ich kann mich bewegen. Okay, die Arme steuerst du direkt mit der Maus. Ich hole mir einen anderen Fels. Das geht nicht. Ich will den großen Fels hier. Meins. Ja, ich mache in der Zeit hier schon mal ein bisschen Speedrun. Ja. Ich spiele mit einem Stein rum. Takeru mit einem Stein. Aha, oh, ich laufe gegen eine Wand. Gegen eine Tür. Oh, da geht's weiter mit dem nächsten Rätsel. Mordi kennt schon die Lösung. Spoiler doch nicht die Lösung, Mordi. Da müssen wir drauf kommen. Das ist kein großes Rätsel, das ist eher ein bisschen. Komm schon. So. Ich guck da mal. Und jetzt einfach rüberspringen oder was? Einfach. Ha! Das also eigentlich nicht so ganz. Nicht. Ihr könnt es gerne mit der Stange versuchen. Ich werde in der Zeit mal ein bisschen klettern. Ich verbiege hier einfach die Gitter. Oh, ja, Moment. Das geht auch. Das ist sogar die bessere Lösung. Kann man nicht einfach die Gitter verbiegen hier? Das kann man tatsächlich. Das klappt nicht ganz. Kann man? Ja. Moment. Ich hole mal kurz die Stange. Mit der geht das gut. Also es gibt ja einmal die Möglichkeit für Multiplayer mit der Stange, die ich auch irgendwie im Einzelspieler mal geschafft habe, und dann kann man hier. Oh, ah, ja. Das geht verbiegen. Tada! Hab ich ja gesagt, irgendwelche von denen kann man verbiegen. Ah, ich war schon fast drüben. Man normalerweise die Stange hier. Oh. Glaube ich zumindest. Ich bin trotzdem noch zu fett, da durchzukommen. Ja. Ich muss da unten noch. Unten, da wo ich stehe, das. Ich bin zu breit. Sicher? Mordi ist durchgekommen. Ich spiel mich mit der nächsten Stück. Ah, ich bin durch. Oh. Ja. Safe Point. So, jetzt hier mal gleich dort weitermachen, wo wir durch die Tür gekommen wären. Ach so, ja, hier. Kann machen. Ich schmeiß hier hinten mal die Steine. Ich kann die Tür von hier aus öffnen. Takeru. Die Tür. Ja. Da muss aber erstmal überhaupt an die Tür rankommen. Ach so. Ich öffne die Tür jetzt trotzdem. Einfach mal. Aus Spaß. Hier. Ich komme. Können wir wieder reingehen. So. Ein Katapult. Ich häng ab. Stein. Autsch. 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 Verdammt. Da hab ich mich verrenkt. An dem Stein. Irgendwas so ist hier nur Grafik. Das sah schmerzhaft aus. Das war schmerzhaft. So schmerzhaft dieses Spiel. Stein, Stein. Stein. Irgendwie. Meine Schulter geht kaputt. Bewegt sich da das ganze Teil? Autsch. Was für ein ganzes Teil? Das Katapult selbst. Ja, das kannst du bewegen. Ich bin so vorgekommen. Sehr gut, ich steig da rein. Ich lass mich mal schießen. Das kannst du gern machen. Oh, da guck ich nach. Das ist gerade mein Klingelton, mein Wecker. Der sagt mir, ich muss mal los. Ich muss gerade mal los, meine Wäsche. Ich bin kurz mal weg, Leute. Ja, klar. Ich muss mal meine Waschmaschine aufmachen. Die Wäsche ist fertig. So. Könnt ihr mich mal feuern, während ich weg bin? Cool, machen wir. Ich bin kurz weg. Und weg ist er. Verdammt, ich hab nicht mal die Wand getroffen. Und da geht die Tür. Ah, Moment, ich mach schon. Juhu. Gut, wenn wir das Katapult aus Versehen perfekt ausgerichtet haben, dann können wir uns die Steine sparen. Was ist überhaupt, wenn ich da von der Seite runterfalle?
Die verdammte braucht noch ein paar Minuten. Fällst du von oben wieder runter? Ich bin wieder da. Okay. Leute, wo bin ich hier? Du bist schon weiter. Ich bin ganz woanders. Wie kommst du denn um mich? Freunde? Ach, ich schaff das schon. Ich habe jetzt hier einen Savepoint. Ja, ja. Meine Spielmaschine braucht noch ein paar Minuten. Waschmaschine. Ich muss in 5 Minuten nochmal los. Oh, da kommt der Takeru. Ja, gut, ich habe die halbe Map verpasst. Ich bin billigen Weg. Habe ich jetzt die halbe Map verpasst oder? Nee, nee. Das ist schon, wie man es richtig spielt. Ich spanne mich vor dem Kern. Ja, das kannst du gern machen. Ich lasse es mal ohne Karren. Das habe ich auch noch nie gemacht. Zwerg fährt den Karren. Was soll ich damit jetzt machen? Das findest du mal selber raus. Das spoilere ich jetzt mal nicht. Das sieht nicht richtig aus. Ist zu wenig Platz zum Klettern. Oh, hier. Nimm doch den Karren, damit kannst du klettern. Autsch! Mein Hals steckt in den Karren fest. Eigentlich klettert man ja auch mit dem Karren, aber ich kann das auch so. Ich mach die Tür auf, da ist doch ein Haken hier. Da ist der Haken. So, Tür ist offen. Oh, die Tür bekomme ich mal nicht auf. Die Tür ist offen, Leute. Warum machst du die Tür auf, durch die man sowieso nur hier reinkommt und wieder zurück? Vielleicht möchte ich einfach zurück. Ja, das ist natürlich wieder eine Sache. Das kannst du natürlich wollen. Ja gut, dann wohl irgendwie anders aus dem Gefängnis raus. Voll Karacho durch diese Tür hier. Das kann ich natürlich versuchen. Ich bin die Tür nicht. Das hier. Das geht nicht. Ich versuch's trotzdem mit voller Wucht dagegen springen. Autsch. Irgendwie geht immer was. Und wenn was in den Boden backt. Ah, Take. Au. Ja. Das funktioniert so nicht, Modi. Also ich bin hier schon fast vielleicht oben. Funktioniert's bei der hier. Und wie funktioniert das jetzt? Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das geht. Ich muss nur entsprechend viel Anlauf nehmen. Und Attacke. Ja, 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 ja. Ich stehe mir selbst im Weg. Vielleicht müssen wir einfach die Karre nehmen und die dagegen schubsen. Also ich gehe hier dann schon mal weiter, Jungs. Viel Spaß noch. Takeru. Ja. Takeru. Komm mal, nimm mal. Schieb mal vielleicht von der anderen Seite hier. Von der anderen Seite nehmen. Geh mal so dran. Und dann schieben wir die da gegen die Tür. Okay. Und dann hier gemeinsam. Ja. Mit Kracho. Ich hab's gedacht. Das wird nix. Du, das wird nix. Vielleicht nehmen wir sie einfach hier hin und steigen dann da einfach hoch. So. Okay, und. Oh Gott. Das könnte klappen. Oh, Modi ist wieder da. Also ich hätte jetzt echt gedacht, ihr hängt da noch ein paar Stunden, bis ihr mal auf die richtige Lösung kommt. Aber nur ein paar. Wir spielen rum. Huh, ha. Gut. Ich bin fast oben. Natürlich machen. Ja, ja. Das sehe ich anders. Modi. Machst du das so locker flockig? Indem ich das Spiel 5 oder 6 Mal durchgespielt habe. Ja, da. Komm schon, das wird was. Ich bin fast oben. Ich bin oben. Ja, nicht mehr. Okay. Satz mit X. Ich guck mir selbst unter den Rock. Das ist ja sexy. Jo. An meinem Hut. Ich bin schon da. Zieh an meinem sehr schönen Hut. Der ist wirklich sehr schön. Hast du meinen sehr schönen Hut schon gesehen? Und jetzt okay, da. Da ist jetzt nicht mal ein Sprung nötig, das schaffst du. Nee. Das klappt nicht. Na komm. Wie ziehst du das recht? Ich mach Klimmzüge. Und 1. B-Taste drücken. 2. Vielleicht springen und Kamera noch hoch. Und 3. Und 26. Und 127. Nämlich. Schon. Ich bin oben. Oh nein! Ach! Mensch, Modi. Die Steuerung, Mist. Die Steuerung ist schuld. Natürlich, ich bin nicht schuld. Allerdings, ja, und drauf und
manchmal nicht und das bist oben. Na, ja, an Mordis Po. Perfekt. Ich hab mich an deinem Po hinaufgezogen. Okay, geh du schon mal weiter. Ich versuch's. Einfach die Treppe hoch. Ich bin ein bisschen tollpatschig, zumindest meine Figur. Ja, ich auch, aber meine schon, Figur vor allem. Die Tür. Nein! Öffne die Tür. Und langsam zurück. Könnt ihr eh schon mal vor, ich komme da schon irgendwie. Ja. Ich mach Spaß mit bis jetzt. Ich mach doch mal die Tür hier unten auf. Nein. Das hört sich so. Ich muss noch durch die hier durch. Ich bin jetzt hier in einem großen runden Raum. Die Tür unten ist offen. Mit vielen klitzekleinen Fenstern. Oh, cool. Ja, du gehst durch die Mauer lang. Aha, jetzt bin ich ja auf der anderen Seite der Mauer. Mhm. Kann ich hier rüberspringen über die Mauer? Und das hier ist immer noch das Beste überhaupt. Das ist nämlich das Haus komplett ohne alles. Kann ich hier einfach über die Mauer springen und bin ich dann drüben oder? Wie funktioniert das jetzt? Ah, hey Modi, ich komme jetzt wieder runter. Einen leeren Ofen. Hi. Ja, ein leerer Ofen. Das muss man gesehen haben. Ich will auch gucken. Ein Ofen. Kann man da reinkriechen? Mein Gott, was habt ihr mit dem Wagen gemacht? Ich krieche gerne in den Ofen. Au, ich steck fest. Au, Modi. Hilfe. Hol mich aus dem Ofen. Ich komm schon, ich hol nur Unterstützung. Oh, ich stecke im Ofen fest. Das ist mir auch so oft passiert. Modi? Einfach springen. Das sieht echt hammer aus. Das sieht schmerzhaft aus, das ist schmerzhaft. Aua. Kleines Kindlein Zwergi ist in den Ofen reingeklettert. Muss von Papa Modi rausgeholt werden. Hättest du ihn wirklich Depot anfackeln können? Ich glaube nicht bei dem, aber später geht es auf jeden Fall. Das ist lustig. So, ja. Oh. Okay. Ja. Oh nein. Verdammt. Das war ein epischer Fall. Da, epischer da kommt, da kommt, da kommt. Und hinauf. Und. Ja. Da wären wir. Und. Wieder runter. Verdammt. Ja, Bolle ist ins Wasser. Ja, komm. Ja, ich trinke dann hin und wieder mal. Abhang. Hinauf. Okay, das nächste wird sowieso dem Takiro an den Arsch. Sehr viel schwingen und sehr, sehr blöden Lampen. Oh, hier wird einfach jeder begrapscht von mir. Den Modi habe ich eben schon an den Arsch gegrapscht. Oh, okay. Ich glaube, dieses Spiel ist ab 18. Erledigt. Nein. Ich zieh dich nicht mit hoch. Ja, zieh mich nicht runter. Ups. Ups, sorry. Oh, Tag, ich hab den zweiten First Try geschafft, jawohl. Ich glaube, der Karren ist schon so verschoben, da kommen wir nicht mehr mit hoch. Ihr könnt ihn noch jederzeit wieder schieben. Habt ihr auch vorhin auch geschafft. Irgendwie. Ja. Oh Mann. Oh. Und okay, sehr viel, danke. Ich mach euch hier die Tür auf. Takeru. Im Hof von vorher. Alter! War nämlich ein Schloss dran. Mach mal einen Checkpoint, Mordi. Mach mal einen Checkpoint. Ich glaube, wir zwei kommen hier nicht weiter. Sofort, ich hau kurz die Tür auf für euch. Hier bin ich. Und hoch. Autsch. Ich klemm unterm Dach. Ich klemm unterm Dach. Au. Du mein Kopf schlägt. Voll den Kopf an. Mein Kopf das haut gegen das Dach. Au. Ich krieg, glaube ich, einen bleibenden Hirnschaden. Ich krieg davon einen lähmenden Hirnschaden. Falls den ich schon habe. Au. Autsch. Ach. Ich denke ich. Hey Modi. Wieder zurück. Wir dürfen jetzt übrigens die andere Tür benutzen. Welche? Ich folg dir mal, Modi. Ich folg dir. Die andere im Hof, wo du vorhin durch wolltest. Oh. Sehr cool. Da wo ich den Karren gegenschieben wollte. Ganz genau die. Da war ein Schloss davor. Hier sind von einem anderen Hof. Sehr großer Kahn. Ah, alles klar. Da können wir drauf kriegen. Muss ich ehrlich sein, da das Rätsel kenne ich tatsächlich nicht mehr. Ach ja, 200. Ich nehme vielleicht mal die Leiter hier. Die Treppe. Vorausgesetzt. Ja, ich schaff das. Nicht.
Und ups. Takeru, komm rüber. Warte mal, ihr müsstet mir hier den Wagen hinschieben. Mit dem Stein. Ich versuche hier gerade hochzuklettern. Hier unter die Brücke vielleicht. Den Wagen hier? Den großen, der da mittendrin steht, ja, ganz genau. Ach so, ich dachte, den wollen wir hier stehen lassen. Ich versuch's. Ich glaube, ich krieg das nicht alleine hin. Vorne ist so ein, wieder so ein Pferdegestell. Da kannst du dran ziehen. Svenny wird zum Pferd. Nenn umgehst, witzig. Ich mach einen auf Pferd. Controller. Ah, okay. Ich mach einen auf Pferd. Eigentlich bevorzugt jeder bei dem Spiel die Maussteuerung. Komm mit. Takeru auf die andere Seite. Takeru auf die andere Konsolenspieler. Seite. Na komm. Tatsächlich sind lieber die Controllersteuerung echt rüber. Scheiße. Ich weiß, bis jetzt geht. Wir müssen das darüber zum Mordi ziehen. Du besser bist damit? Da. Ja, das ist gerade nicht die beste Position, die man sich vorstellen kann. Sieht sehr gemütlich aus. Hau. Hilfe. Ich sehe mich nicht. Das wird nix. Wir ziehen das hier in die falsche Richtung. Na komm. Ich setz mich dann mal hin. Mach du das mal, Takeru, mach du das mal. Ich muss mal kurz nach der Wäsche gucken. Okay. Na klar. Ich versuch mal umdrehen. Dass wir hier um die Kurve kommen. Oh nein, verdammt! Ich hänge! Nein! Au. Nee, das geht so nicht. Ich schaff mal kurz. Moment. Den hier weg. Okay. Ich ziehe. Und wir stecken fest. Komm schon. Dann auf. Oh, hast du den Gang verpackt? Yep. Verparkt. Mordi, ich habe gesehen, was du da gemacht hast. Ja, ich wollte dich ins Haus sperren. Ja. Habt ihr irgendwas gesagt, was erzählt worden? Ich hab das aufgenommen. Ich seh das nachher, wenn ihr was Böses über mich gesagt habt. So, natürlich. So, zu dritt jetzt. Yay! Zu dritt ziehen wir einen Wagen. Zu dritt klappt das schon ganz gut. Und ich glaube, das reicht. Sicher? Ja, das reicht. Dann mal da hoch. Ich bin noch ein bisschen schlecht in dem Spiel. Ist wahrscheinlich für die Treppe bei euch drauf. Oh, verdammt! Eine Maus! Autsch! Hält sich dreimal wieder fest. Das wird nichts. Die Steuerung ist schuld. Ich bin oben. Danke, Takeru. Aber nicht mehr lange. Takeru hat nicht hochgedrückt. Und nee. Ups. Ich bin zu blöd, da hochzukommen. Ja, und ich habe mich ein bisschen verhängt, aber ist ja nicht schlimm. Oh. Na komm, und sie um. Und wieder unten. Ich bin auf Takeru gelandet. Das sieht richtig pervers aus. Das, ja, aber komm, ich stecke fest. Hilfe, ich stecke fest. Ich komme nicht mehr los. Yay! Ich springe! Hilfe! Ah, ich bin oben. Ah, jetzt bin ich wieder frei. War eine schöne Zeit mit dir, Takeru. Ihr könnt jetzt übrigens euch umbringen gehen. Takeru, war angenehm. Ja, gleichfalls. Jederzeit wieder. Bitte nicht. Nicht unbedingt. Nein! Ah, die Schmiede. Stimmt, da war ja was. Was mach ich da nur falsch? Ich greif nicht zu hoch. Du wahrscheinlich auch. Du musst ganz oben an den oberen Rand des Dingens greifen. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, komm, na komm. Das. Wie gesagt, ihr könnt jederzeit einfach ins Wasser. Die restliche Aufnahme, hast du schon gesagt, ist an der Treppe. Ich
Ich werde jetzt aber hier die ganze Aufnahme dieser Treppe aufhalten. Aber Mordi, wie machst du das, dass du so schön an der Kante oben ankommst? Ja. Ich würde sagen Erfahrung und Abschätzung. Also das Bergsteiger-Level, was wir am letzten Part gemacht haben, das, also im vorletzten Part, das kann ich auch mittlerweile ganz gut. Das habe ich offscreen mal ein bisschen gespielt. Und das kann ich schon, also das ist, also das ist, da komme ich auch zurecht. Ganz gut klarkommen mittlerweile. Ich habe tatsächlich offscreen ein bisschen geübt, aber wie ihr seht, bringt das nicht viel. Ich muss mich trotzdem versaufen. Oh, nein, da bin ich. Verdammt! Oh, Modi. Scheiße. Oh, hi Mordi. Ich hab da hinten noch hängen. Da bist du nicht, wieder. Da muss ich hoch. Da muss ich lang. Okay. Das war ein Griff ins Klo. Oh, ich hab die Errungenschaft Schwimmschule freigeschalten, hey. Die kriegt man wann? Die kriegt man wann, die Griff, die Schwimmschule? Ich guck mal. Vermutlich, wenn man 10.000 Mal abgesoffen ist oder so. Das dauert bei mir noch ein bisschen. Oh, cool. Muss ich mich an dem dünnen Ding dort festhalten oder? Ja, was? Das habe ich dann das musste ich da hinhängen, um rüber zu schwingen. Da kann man halt absolut nicht abschätzen, ob das scheiß Ding weg ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt überhaupt noch schafft. Ich hatte es fast. Aber fast heißt eben nicht, meine Freunde. Vielleicht kann ich irgendwie hier lang, kann ich irgendwie hier diesen. Oder ist das der Weg zurück? Ah, okay, ich habe ihn losgelöst. Das scheint der Weg zurück zu sein. Hi, Takiru. Siehst du mich? Siehst du mich? Ich sehe dich. Hi. Hi. Ich wink mal. Hi. Okay. Ich höre die Kirchglocken. Das ganze Level hier so angebaut ist, um zu klettern, dann probier ich's nicht. Ich habe die Dinger, die Angel. Okay, versuch du mal. Ja, das vielleicht kann, mit beiden Händen. Kann ich. Okay, Moment, wir nehmen die einfach beide, oder? Ach hier, Leute! Ja. Perfekt. Ich hab da was. Es buggt. Das Spiel ist schuld. Ich warte nur auf den einen Bug, dass wir uns alle drei nicht mehr bewegen. Das Spiel ist schuld. Zu einem. Das Spiel ist schuld. Oha! Na, okay, knapp daneben. Danke, jetzt kann ich vorbei. Schaffen und ich bin drüben. Yay. Save Point. Jetzt muss ich es nur noch einmal verkacken und dann. Oder einmal schaffen. Dann bin ich auch da drüben. Okay. Ich würde sagen. Geronimo! Okay, wer möchte. Verkackt. Was machen? Ich könnte das mit dem Hamsterrad gern erledigen. Das ist das Leichteste. Hamsterrad! Ich bin der Hamster. Ich komme zu Modi. Modi. Moment, in welche Richtung musste man da hier nochmal? Ah ja, hier. Autsch! Loslassen! Ich klemm fest. Au. Festhalten! Was nun? Ach ja, Moment, ihr müsst auf den Stein hier, der hoch und runter geht. Oh, okay, ich bin bei dir drin. Oh. Ich bin bei dir drin, Mordi. Ich bin auf dem Stein. Dann können wir auch gern zu zweit hier laufen. Zu zweit? Oh nein! Nein, ich bin abgerutscht. Und zurück! Warte, zurück. Ich laufe rückwärts. Oder auch vorwärts. Von mir aus. Ich häng am Rand. Was bringt das jetzt genau, dass wir hier beide zu zweit laufen? Absolut gar nichts, aber wir bringen so den Stein hoch und runter. Ich halte mich fest. Dann bringt's doch was. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir die Stangen noch mal brauchen oder ob die hier nur... Ich sehe es, Takiru wird irgendwie hochgebracht. Takiru, hüpf! Ja, du bist jetzt am Limit. Muss da auf die Mauer. Takiru. Perfekt. Hey, Safe Screen. Okay, Safe Screen. Wie komme ich auf Safe Screen? Wir bringen uns beide gemeinsam um. Weil es auch ein Loading-Screen gibt. Ah, nein! Jetzt bin ich ja runtergestürzt. Save the point.